Hallo. Ich habe gerade mein Angebot für Körperarbeit umgestellt. Einfach aus dem Hintergrund, dass ich denke, dass sich das kaum jemand leisten kann ansonsten. Ich habe damals die Ausbildung zum Sexological Bodyworker in Zürich gemacht und ich weiß, dass mein Ausbilder dort 120 Franken die Stunde nimmt. Und ich habe gerade mal geguckt, ich habe auch in Berlin schon gearbeitet. Und dort werden Tantra-Massagen für 200 € für 1,5 Stunden angeboten. Ist ein re recht hoher Preis. Ich meine, der Preis ist gerechtfertigt, weil dort, weil das weil man da seinen Körper kennenlernt und das hilft in der Sexualität, gerade Sexological Bodywork hilft. Da kann man gezielt dem Menschen da abholen, wo er gerade steht und in seiner Sexualität und die Sexualität verbessern. Die ist meist behaftet mit Vorurteilen, mit falschen Glaubenssätzen oder limitierenden Glaubenssätzen, dass wir in unserer Vergangenheit ein Meinungsbild uns geformt haben, was über Sexualität und so. Hier ist Bär und da ist Bär. Zum Beispiel kann fast ein Masseur nie im Genitalbereich ein. Das darf er einfach nicht. Und wir Bodyworker dürfen das. Das ist ja ein Ausbildungs-, ich weiß nicht, ja, ist, glaube ich, ein Ausbildungsberuf oder ein anerkannter Beruf in Kalifornien, in den USA. Und das hat der Joe Kremer damals ins Leben gerufen. Und der macht da richtig tolle Arbeit. Und ich mache das auch, aber ich kann nicht so viel Geld dafür nehmen. Oder sagen wir mal so, in meiner Ausbildung damals, da habe ich das alles gegen Spende angeboten. Und da hatte ich tatsächlich Leute, die hat das interessiert. Weil ja, eine Spende ist halt, die können sie selbst bestimmen, wie hoch das ist und so. Und daran habe ich mich erinnert und selber bin ich in einer Lage. Ich hab vor 10 Jahren noch für eine Schweizer Bank in Zürich gearbeitet. Da konnte ich mir sowas leisten. Ne? Da konnte ich mir auch die Ausbildung leisten. Die hat ein paar Tausend gekostet. Aber heutzutage ist es schwer, weil ich halt nicht mehr für Profit arbeite, ist es schwer für mich, Geld zusammenzukriegen für so eine Dienstleistung. Und dieses Problem habe ich erkannt, habe dann auch überlegt, ich bin ja, wie gesagt, Softwareentwickler, ich habe auch überlegt, wie man alternative Währungen, was man da machen kann. Die erste Idee war so einen Gutschein zu geben. Wir haben ja mal einen Massageaustausch gemacht. Das heißt, ich habe jemanden massiert und sie hat mich dann massiert und dann, das haben wir am selben Tag immer gemacht. So eine Massage dauert gut 2 Stunden und dann waren wir erstmal 4 Stunden beschäftigt miteinander und ja, das viel zu viel Zeit frisst das. Also, ich meine, die Zeit ist wichtig, aber man muss das ja nicht am selben Tag die Rückmassage geben. Und da habe ich mir schon überlegt, aber man kann sich hier mit Gutscheinen aushelfen. Vor allen Dingen, kann ich denn hier jemand massieren und mir eine Massage von wo ganz anders holen? Und ich habe mich letzte Zeit mit dem Minuto beschäftigt und der Minuto ist eine Alternativwährung von dem Konstantin Kirsch, entworfen vor ein paar Jahren. Da können wir selbst einen Schein ausfüllen, wo wir sagen, hier für so und so viele Minuten, also zeitbasiert, leiste ich die und die Arbeit. Und dann ist das ein legales Zahlungsmittel. Ob das akzeptiert wird irgendwo, möglich bezweifeln. Also du kannst nicht in den Supermarkt gehen und damit bezahlen. Du kannst auch nicht das in der Bank einlösen. Aber es gibt ja so Kreise, Tauschkreise oder alternative Währungskreise, Minuto-Kreise oder wie auch immer, wie man es nennen mag, wo dann mehrere Menschen das akzeptieren und wo man dann dort sich gegenseitig Nachbarschaftshilfe wertschätzen kann, sage ich mal so. Und ich versuche das jetzt gerade hier in Wittenberg quasi einzuführen. Ich habe noch niemanden gefunden, der Minutos akzeptiert oder überhaupt kennt. Also ich muss da Pionierarbeit leisten und um Pionierarbeit leisten zu können, fange ich jetzt an damit, meine Dienstleistungen mit Minutos abzurechnen. Das hat dann auch noch mal andere, das hat dann auch noch mal steuerliche
wie heißt das? Naja, ich zahle nicht gerne Steuern, sagen wir mal so, weil ich möchte nicht unsere Regierung finanzieren, damit die Kriege finanzieren können, weil dann mache ich mich der Mithilfe schuldig. Denn dann bin ich, wie heißt das, ist Beihilfe zum Mord. Ne? Müsst ihr euch mal überlegen. So, aber da will ich jetzt gar nicht so einsteigen. Das ist, es ist zwar politisch, wenn wir eine andere Währung nutzen, aber eigentlich möchte ich einen Fokus ja auf meine Körperarbeit legen. Und da akzeptiere ich jetzt einfach die Minute. So. Da ich hier Kosten habe, ich muss hier Miete zahlen, ich muss hier heizen und ich muss den Tag, wenn hier ein Gast kommt, muss ich sehr viel heizen, dann muss ich die Heizung voll aufdrehen. Im ganzen Haus, weil auch das Badezimmer wird benutzt. Meine Gäste dürfen hier duschen vorher und hinterher. Und ich brauche Öl und ich gebe meine Zeit und einen Teil davon möchte ich in Euros bezahlt haben. Beziehungsweise, ich muss das mal so formulieren, ich biete es kostenlos an und als Wertschätzung lade ich euch ein, mir was zu geben. Ich mag Obst, ich mag Sterni, also Sternburger, wie heißt das, Sternburg Export, ich mache auch Flensburger Pilsener. Da könnt ihr mir gerne eine Kiste mitbringen oder so. Und natürlich sage ich auch nicht nein, wenn ein paar Euros über den Tisch wachsen. Ich habe das so gemacht, gerade auf einer Webseite, wo man seine Dienstleistung anbietet, irgendwas Minuto.org. Dort kann man, da habe ich mich eingetragen und dort ist noch der Preis 75 Euro, aber 70% davon akzeptiere ich in Minutos. Das heißt, das kostet nur, könnt ihr selber ausrechnen, das kostet dann halt nur ein paar Euros. Und den Rest nehme ich dann in Minutos entgegen. Das ist einfach mal nur so in dem Netzwerk, da sage ich dann, okay, das ist mein Preis. Und ja, ich bin aber mehr so derjenige, der seine Gabe schenkt, weil ich das gerne mache. Sexualität ist für mich ein tolles Ding. Ich finde Sexualität total schön und gebe das gerne und helf anderen Menschen, dort Dinge zu erleben, die sonst nicht möglich sind und so. Und um das klarzustellen, nein, ich vögel nicht mit meinen Klientinnen. Ich stecke meinen Lingam nicht in deren Yoni. Ich stecke den Penis nicht in die Vagina. Nicht während der Session. Ich sage das explizit so. Wir haben uns nochmal Gedanken darüber gemacht in der Ausbildung, weil wir sind ja, wenn wir diese Arbeit machen, wir sind ja selber auch erregt. Also ich bin voll erregt, wenn da eine Klientin liegt und in ihrer Lust, in ihre Ekstase kommt. Das erregt mich total. Das macht mir sogar Spaß. Und mein Fokus ist aber auf Heilung. Und diese Art von Interaktion hat da nichts zu suchen. Es sei denn, dass das explizit gewünscht ist und von Vorteil ist. Das entscheide ich nicht. Das entscheide ich nicht. Und das würde wahrscheinlich auch nicht mit jeder Klientin gehen. Ja, wir haben uns damals, beziehungsweise das war ein von einem Freund, der auch in der Ausbildung war, der meinte, er hat das so gemacht, dass er die Session zu Ende macht. Und wenn diese Lust da ist, also dass beide das wollen, dann sagt er, wir gehen nach der Session duschen. Dann wird die Energie runtergewaschen, geht die Energie runter und dann kann man sich nochmal zusammensetzen und drüber sprechen, ob das dann wirklich noch sein muss. Normalerweise muss das gar nicht sein. Der Gast selber, also ich rede jetzt von weiblichen Gästen. Bei Männern, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, weil ich bin hetero. Gilt das nur für weibliche Gäste. Und wenn eine Frau in ihre Lust kommt und ihre Orgasmen erlebt hat oder Ekstase oder was auch immer oder auch nichts erlebt hat und einfach nur es schön fand, gehalten zu werden und Herzwärme gespürt zu haben oder was auch immer in so einer Session passiert,
dann muss das nicht weitergehen. Da muss nichts zurückgegeben werden. Also, ne, da muss die Frau jetzt nicht sagen, oh, ich bin dir so dankbar, jetzt darfst du mich auch. Nee, mach das nicht, Mädels. Nee. Das ist. Ah, nee, nein, das möchte ich gar nicht unterstützen. Das möchte ich gar nicht unterstützen. Also, nee. Nee, definitiv nicht. Also, ich biete diesen Service an, weil ich das gerne mache, weil ich da eine Gabe habe auch. Ich biete ja auch die Prana-Flow-Massage an. Das ist eine Sache, das ist basiert auf der Tantra-Massage und auf einer Technik, die ich vom Somananda gelernt habe. Das ist ein Israeli, der hat zum Beispiel die Agama-Schule in Rishikesh in Indien aufgemacht, praktiziert jetzt in Litauen und ich habe einen Workshop bei ihnen in Kopenhagen gehabt. Ich kannte diese Technik vorher schon, aber ich wollte noch mal wissen, ob ich da ein bisschen theoretischen Feedback kriege und so. Und das habe ich tatsächlich in diesem Workshop bekommen und weiß jetzt, was da passiert. Das wird halt Energie zum Fließen gebracht. Das ist unsere Kundalini-Energie, unser Prana, unser Chi, unsere Lebensenergie. Und die Chakren werden gereinigt. Also wir können ja auch die Chakren reinigen mit Prana-Healing. Da habe ich tatsächlich auch mal, ich will nicht sagen, eine Ausbildung gemacht, aber ein Buch drüber gelesen. Und das Buch verstehe ich jetzt. Und weil ich genau das tue. Ne? Chakren reinigen, die Nadis reinigen, den ganzen Körper einfach ins Fließen bringen. Und ja, das ist eine sehr schöne Methode. Und da können wir Sachen erleben, da müssen wir uns nicht mehr berühren. Also ich muss meinen Gast dafür nicht mehr berühren. Das nenne ich dann Prana Flow Healing. Und ohne Berührung kommt mein Gast ins Fließen. Das finde ich total schön. Und das ist heilig, also heilend, so heilig. Ja, doch, das ist heilig. Das ist dann zum Beispiel für Klienten, Männlein oder Weiblein, ist egal da, die keine Berührung mögen, die vielleicht Verbrennung haben, die oder schlechte Haut haben, sich schämen, sich nackt zu machen. Weil normalerweise mache ich Massagen mit Öl. Und für die ist dann diese Methode wunderbar. Dann kommt die Prana-Flow-Massage, die ist dann so ein bisschen angelehnt ans Ayurveda, an die Ayurveda-Massage. Geht also schön tief ins Tiefengewebe, zum Beispiel die Rückenstrecker hinten. Da wird richtig schön tief reingegangen oder vielleicht auch mit Ellbogen, je nachdem. Da biete ich dann da. Lass ich dann noch Lomi-Lomi-Techniken einfließen und so, dass ich mit dem ganzen Unterarm da berühre und damit das schön viel fließt. Und ja. Und ich biete dann auch noch Workshops an fürs Prana-Flow-Ritual. Ich hab noch keinen Workshop dafür gegeben. Es sollten dann auch Leute sein, die schon einen Prana-Flow-Workshop bei mir genommen haben. Da gibt es auch noch nicht so viele Leute, so oft habe ich den noch nicht gemacht. Meistens auf Rainbow Gatherings und damals im Spirit in Berlin habe ich es gemacht, wo das noch zugänglich war für uns. Und ja, dieses Ritual, das ist basierend auf dem Maituna-Ritual, wie man das im roten Tantra lernt. Und ich habe daraus auf dieser Basis eine Massage entwickelt und es ist tantrisch, es ist aber nicht rotes Tantra, sondern man kann sich dabei vereinigen, muss man aber nicht, das tut überhaupt nicht Not, weil die Energie fließt auch so, wenn der Linke in der Nähe von der Yoni ist. Also Vereinigung braucht man gar nicht. Die Frau kann zum Schutz zum Beispiel eine Rose tragen. Die Energie fließt trotzdem. Und da geht es mehr um die Massage, um den Energiefluss und so. Ja. Die Workshops biete ich auch an, da habe ich noch kein Preismodell. Normalerweise müsste ich da. Nee, warte mal, ich überlege gerade. Ich mache das ja gerne und ich habe das schon kostenlos gemacht auf Rainbow Gatherings. Und ich biete das an, das sage ich jetzt hiermit einfach mal kostenlos. Eine Wertschätzung wäre aber cool. Ne? Wie gesagt, das wären dann mehrere Tage und da müsste man dann auch hier richtig heizen und so. Und ja, aber da wären wir uns sicherlich einig. Die Idee ist,
Du hast zum Beispiel jetzt die Idee, oh ja, das möchte ich lernen, und suchst noch ein paar andere Teilnehmer. Das muss ja zum Beispiel nur ein zusätzlicher Teilnehmer sein. Dann kann ich euch die Technik zeigen. Ich zeige sie deinem Bekannten dann an dir und ich zeige dir das an deinem Bekannten. Und dann könnt ihr euch hinterher gegenseitig massieren und ich schaue dann zu und gebe vielleicht noch ein paar Tipps oder so. Kann man über mehrere Tage machen, so einen Workshop, je nachdem, was ihr lernen wollt. Ich habe da ja ein reiches Repertoire, auch verschiedene Massagestile. Und ja, wir werden uns da schon irgendwie einig. Also völlig unkommerziell. Ja, habe ich mich gerade dazu entschieden, das so zu machen. Ich schreibe das gleich auf meiner Webseite, ändere ich das auch gleich ab. Ich denke mal, das brauchen wir jetzt. Wir müssen uns wieder gegenseitig berühren können. Wir müssen wieder eine vernünftige Sexualität leben. Das ist heilend. Jeder Orgasmus ist gut für den ganzen Körper, vor allem den Ganzkörperorgasmus. Wenn alle Zellen im Körper, wenn da mit Energie versorgt, da kann man Krebs mit heilen und so. Ne? Für die Ärzte unter euch, ja, ich bin tatsächlich der Meinung, das heilt Krebs. Also ich heile euren Krebs nicht oder den von Klienten. Das ist Selbstheilung. Das ist Selbstheilung, das Placebo-Effekt spielt eine Rolle und das Energetisieren der Zellen. Die Zellen sind dann, ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Zelle, die ist umgeben von Cancer Cells, also von Krebszellen und die weiß nicht, wo sie ist und die guckt sich das ab von den umliegenden Zellen. Und die muss irgendwann, muss das erste Mal Liebe spüren. Das heißt, wir müssen da mal irgendwo hier, zum Beispiel hier wäre das. Ich lege da meine Hand drauf und gebe da Liebe rein. Oder mit meiner Aufmerksamkeit gebe ich Liebe. Oder ich atme da rein und so. Und dann fließt da Energie. Und dann spürt die Zelle das und sagt sie, oh, das fühlt sich gut an. Das finde ich besser. Ich bin jetzt lieber eine lebende Zelle, eine glückliche, liebende Zelle als eine Krebszelle. Und dann ändert sich das. Zumindest bei der nächsten Spaltung wird dann da eine gesunde Zelle draus. Ich habe schon mit Ärzten darüber gesprochen und die waren nicht abgeneigt von dieser Idee. Und eine Ärztin, gerade in Italien habe ich gerade eine getroffen, eine deutsche Ärztin, der habe ich gefragt, kann man Krebs heilen? Und sie sagt, ja, das geht. Kein Stress, Stress vermeiden, ungesunde Lebensmittel vermeiden, also Lebensmittel, die nicht aus dem Supermarkt kommen. Ich sage das mal ganz plakativ. Lebensmittel, die ihr selber im Garten angebaut habt. Alkohol, Drogen, Nikotin ist natürlich nicht sehr gut für den Körper. Darauf solltet ihr komplett verzichten. Ich habe auch noch gern mein Bierchen, also und trinke auch Rotwein. Aber das sollte man in den Maßen machen. Man sollte sich in Maßen vergiften, oder wie soll ich sagen? Und was hatte sie noch gesagt? Sie hatte gesagt, dass wir die DNA durch Gedanken ändern können. Das hatte sie irgendjemand zitiert, nehme ich an. Komme ich so näher auf den Namen. Da gibt es tatsächlich jemanden, einen Genforscher, der meinte das auch. Man kann seine eigene DNA mit Gedanken ändern. Und ach so, ach nee, sie sagte, dass der Körper hat so seine dieses Ja, es ist wohl, gehört zum Bewusstsein, dass der Körper merkt, ah, da ist eine Zelle, da stimmt die DNA nicht. Und dann ist sie selbstständig dazu in der Lage, das zu ändern, wenn es denn gelassen wird. Wenn wir zum Beispiel irgendwo Schmerzen haben und einen Painkiller, also Schmerztabletten oder sowas, oder lassen uns anderweitig betäuben. Dann spürt der Körper dort keinen Schmerz mehr und kann dort nicht heilend wirken. Das heißt, wir haben keinen Fokus mehr auf den Schmerz. Besser wäre, das hat man mir mal erzählt, das habe ich mit Zahnschmerzen gemacht. Ich habe gedacht, das geht gar nicht, aber es ging. Ich habe mich auf den Zahnschmerz fokussiert, habe den Schmerz angenommen und gesagt, danke lieber Körper, danke lieber Zahn, dass du mir das meldest. Und die Idee war, du Idiot, geh mal zum Zahnarzt entferne das Karies. War ganz einfach. Also da hat mir mein, nee, das war nicht der hier, der ist mir gerade vor kurzem das weggebrochen, da habe ich irgendwas gekaut, was hart war und ja.
Ja, da habe ich tatsächlich in den Schmerz rein meditiert, habe mir den angeguckt. Das hat mir ein 18-jähriger Yogi gesagt, mit dem habe ich zusammen Yoga gemacht in Berlin. Der sagte, er fokussiert den Schmerz, er geht da wie eine Spirale rein und da ist der Schmerz, da fokussiert er sich drauf, da schickt er Energie hin. Und dann fängt er einen Heilungsprozess an. Außer vielleicht bei Karies. Karies ist wahrscheinlich so eine Sache, wo, ja, ich weiß nicht. Bin ich noch nicht dran. Da hab ich keine Ahnung von. Aber von den Zellen und so, da spüre ich, dass das funktioniert so. Und das weiß ich mit Sicherheit, weil einer meiner Klienten ist vom Krebs geheilt. Ich weiß nicht, ob da. Also ich will nicht sagen, dass ich da mitgeholfen habe, obwohl, ja eigentlich schon, mitgeholfen schon, aber nicht die Ursache der Auslöser dabei, sondern er hat. Höchstwahrscheinlich hat er den Glauben wieder bekommen, dass das heilbar ist. Und dann durch diesen Glauben hat er sich selbst geheilt. Das ist, glaube ich, eher so das Ding. So, jetzt geht es viel zu tief in theoretische Medizin. Jeder Medizinprofessor würde mich dafür hassen, dass ich sowas erzähle. Aber wenn ein Arzt wirklich an Heilung interessiert wäre, oder anders gesagt, wenn ein Arzt an Heilung interessiert ist, dann sucht er nach Alternativen. Das machen die Ärzte tatsächlich auch. Und die sind bloß irgendwie noch gefangen in diesem Big Pharma-Ding und die brauchen ja auch Geld, die müssen ja auch Geld verdienen, die müssen ja ihr teures Haus bezahlen, die Hypotheken abzahlen, was weiß ich, die teuren Maschinen zahlen. Und die sind natürlich dann gefangen, die müssen Geld machen, damit sie überleben und für ihre Patienten da sein können. Ist nun mal so. Deshalb gar nicht, greife ich die gar nicht an oder sowas. Die machen alles richtig. Ein paar sind vielleicht ein bisschen geldgierig, so, aber ja, will ich gar nicht alles kritisieren. Die machen es halt, die haben halt ein anderes Bewusstsein, machen es halt noch oldschool. Und ich habe zum Beispiel mal einen Schienbeinbruch gehabt, da braucht ihr tatsächlich medizinische Hilfe. Ne? Da ist es zum Beispiel wichtig, dass man ein Röntgenbild hat. Und guckt, ah, okay, die Knochen sitzen genau noch so, wie sie vorher waren, kann alles gut zusammenwachsen, wunderbar. Aber das Zusammenwachsen, das machen wir selber, das ist mein Körper, der sich da selbst repariert hat. Die Ärzte haben nur geholfen, dass ich sehen kann, aha, das ist gut, das muss nicht gerichtet werden oder sowas. Und sie haben mir einen gelben Schein gegeben, dass ich nicht arbeiten muss zu der Zeit. Also, die sind schon wichtig. Ne? Auch Schmerzmittel hatte ich auch zu der Zeit. Ich weiß, ich habe in Bayern im Krankenhaus gelegen mit 13 und dort ist die Medizin, da hat jeder, das muss man sich überlegen, da hatte jeder, hatte da eine Kiste Bier im Spind. Und damit haben wir unsere Tabletten eingenommen, ist tatsächlich so. War tatsächlich so. Und ja, Bier kann Heilmittel sein. Das sind ganz normal natürliche Sachen drin, der Hopfen und Malz. Und das wirkt beruhigend. Und es erweitert die Arterien. Es fließt also mehr Blut und auch weiße Blutkörperchen und so weiter. Also bis zu einem gewissen Grad ist das Bier gut. Wenn es dann zu viel wird und man hier dumm im Kopf wird und ja, dann ist es zu spät. Ne? Also da muss man dann schon aufhören. Aber ja, so, das ist aber jetzt überhaupt nicht Thema und ich schweife ab. Wenn du spürst, du möchtest eine Sitzung mit mir haben und aber viel zu weit weg bist zum Beispiel. Also ich wohne hier in Wittenberg. Das ist eine Stunde südlich von Berlin. Hier gibt es günstige Möglichkeiten, wie du hier übernächtigen kannst. Das könnte ich rausrufen für dich. Also du könntest hier ja dich irgendwo einmieten für eine Nacht. Und du könntest auch die Gelegenheit nutzen, hier in dieser wunderschönen Natur, hier zum Beispiel am Appollensberg, da kannst du wandern gehen und so, kannst mal abschalten, kannst mal deine Seele baumeln lassen und dann können wir mehrere Sessions hintereinander machen. So eine Session pro Tag kannst du dann in deinen Urlaub mit einplanen. Und manchmal sind mehrere Sitzungen notwendig, weil
Ja. Weil es halt besser ist. Ich möchte da keine Details verraten. Das hat man uns beigebracht. Wir sollten nicht dem Gast erzählen, was alles möglich ist, weil dann werden Erwartungen gehegt, Erwartungen kreiert, die wir eventuell nicht erfüllen können. Und ja, deshalb beiße ich mir jetzt auf die Zunge und sag danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und ja, melde dich. Wir finden da eine Lösung. Bin ich mir ganz sicher. In diesem Sinne, schönen Tag. Ciao.